Was für ein steiler Aufstieg in gänzlich neue Sphären des Spitzenfußballs für dieses Team. Man darf gespannt sein, wie sie ihr Debüt in einer Elite-Liga meistern werden. Die Anforderungen werden natürlich nicht kleiner und so manchen Verein hat die plötzliche Umstellung schon um Kopf und Kragen gebracht. Und der Schiedsrichter der heutigen Partie ist Hans de Noteboom. Kann er sich den Ball holen? Mit den Flankenbällen kommen sie bislang ganz gut zurecht. Blaschikowski! So, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert, denn es gibt Eckball. Ecke, Tor, so hätten sie es gerne. Aber jetzt hat der Gegner den Ball. Piszczek. Benzema. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Und das ist jetzt die Möglichkeit. Kann er diese Flanke verarbeiten? Ein Tor! Ein Tor! Ein Tor! Ein solches Kopfballtor, das siehst du auch nicht alle Tage. Guck dir das an. Unfassbare Technik. Klasse. Perfekt getroffen diesen Ball. Keine Chance für den Torhüter. Ja, und damit haben wir hier die Führung für die Mannschaft von Real Madrid. Mit Marco Reus! Sowas nennt man souveränes Torwartspiel. Das nennt der... Der könnte passen! Wenn einer das Tor verhindern konnte in dieser Situation, dann war es der Keeper. Ja, der Ball war im Tor aus. Eckball. Mats Hummels! Den hat er super gehalten. Das muss man mal klar sagen. Und die Aktion hat einen Eckball zur Folge. Ja, da kommt was auf uns zu. Di Maria. Kehl. Gündogan. Und jetzt! Jetzt ist hier Spannung drin. Jetzt ist alles wieder auf. Di Maria. Modric. Der macht sie nicht selber rein. Er bereitet sie vor. In unnachahmlicher Manier. Xavi Alonso. Marcelo. Der Assistent entscheidet abseits. Xavi Alonso. Varane. Modric. Marco Reus. Wunderbar gemacht. Das Bällchen läuft hier. Toll, wie er das macht. Und? Wir alle wissen es. Und er weiß es jetzt auch. Wieder einmal. Das ist sein schwacher Fuß. Aber Manni, auch mit dem schwachen Fuß, also das geht schon besser. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Gündogan. Schmelzer. Rückpass zum Torhüter. Ja, da schaut er sich nach Hilfe um. Der Zweikampf war gut und er hat die Kugel. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Das muss es sein! Und kann er diese Hereingabe verwerten? Oha, das war nix. Die Chance dahin. Ganz einfach, Hereingabe gut, Kopfball, naja. Welche Mannschaft hat mehr aufs Tor geschossen? Hier kommt die Statistik.
Di Maria. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Er versucht es mit einer Grätsche. Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Fantastisch. Sehr gute Flanke. Oh ja, ein harter Zweikampf. Benzema. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Bender. Ja, wie der dazwischen geht, so macht man das. Ein weiter Ball auf Karim Benzema. Und der muss drin sein. Schuss und... Das wird Ecke geben für Real Madrid. Ganz schlechte Ecke. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Sofort abgezogen und... Er hat was Kompliziertes probiert. Den Pluspunkt soll er kriegen. Ja, und zwar war das der Versuch mit dem Außenrist. Der Kaiser kann das in Perfektion. Hier haben wir gesehen, dass es nicht ganz so einfach ist. Schmelzer. Können die da was draus machen? Mats Hummels! Das wird ganz gefährlich! Achtung! Der ist drin! Borussia Dortmund trifft und hier kommt die Wiederholung. Gerade noch den Strafstoß pariert und bei der nächsten Aktion, da scheppert's doch! Jetzt müssen sie sich was einfallen lassen. Real Madrid liegt hinten. Modric. Gündogan. Reus! Und er trifft! Ein Doppelpack! Zwei Tore innerhalb so kurzer Zeit. Und damit setzen sie natürlich auch ein deutliches Zeichen. Ja, 20, 30 Zentimeter höher als alle anderen und dann zappelt das Ding. Klasse. Gefährliche Flanke. Gutes Stellungsspiel hinten in der Abwehr, auch bei diesem Flankenball. Scheint sich einiges vorgenommen zu haben für die Partie. Das war schon sein zweites Tor im laufenden Spiel. Ach, und wunderschön.